der Mond. Den hat wohl sicher schon jeder von euch gesehen, nicht wahr? Aber hey, was ist das denn? Da sitzt ja eine Eule auf dem Mond. Eigenartig. Doch die hat bestimmt was mit der Geschichte zu tun. Aber fangen wir am besten da an, wo jede gute Geschichte anfängt. Beim Anfang. Irgendwo, gut versteckt in unserem Sonnensystem, so gut versteckt, dass wohl keiner von uns Menschen ihn je finden wird, befindet sich der Planet der Sterne. Er ist zwar ein kleiner Planet, doch hat er einiges an Energie. Diese Energie brauchen die Sterne, um nachts scheinen zu können. Zumindest, wenn der Himmel mal wolkenlos ist. Doch auf diesem Planet lebt ein Stern, der anders ist als alle anderen. Von dem handelt die Geschichte. Ich bin ein kleiner Stern und ich wünsche mir so gern einmal auf der Erde zu sein. Ja, das fände ich fein. Einmal das tun, was auch Menschen machen. Singen, tanzen und auch lachen. Ja, das wäre mein allergrößter Traum. Doch an die Erfüllung, ja, an die Erfüllung dieses Traumes glaube ich kaum. Mensch, das ist so ungerecht. Seit 354 Jahren wünsche ich mir nichts Sehnlichstes, als einmal die Erde zu besuchen. Aber wie soll das möglich sein? Hey, wer lacht denn da? Mahlzeit. Du und auf die Erde. Ja, du, das kannst du aber knicken, du. Ey, das geht ja nicht. Das wird nicht klappen. Wart jetzt nur ab. Und wenn ich der Allererste bin, der es schafft, ich komm schon auf die Erde. Du bist ja noch nicht mal ein richtiger Stern. Außerdem, von unserem Planeten aus kannst du eh nicht auf die Erde, nur vom Mond aus. Und da ist es ja nicht ganz geheuer. Da traust du dich erst recht nicht hin. Also vergiss es. Von wegen vergiss es. Ich werde es euch allen beweisen. Ja, ich weiß nämlich, dass heute mein Geburtstag ist. Und an meinem Geburtstag habe ich einen Wunsch frei. Ja, und den werde ich auch gleich aussprechen. Ich weiß, dass ich noch viel zu klein bin, um am Himmel leuchten zu können. Und ich weiß, dass ich auch noch nicht so aussehe wie ein Stern. Aber dennoch bin ich einer. Ja, bei uns sehen die Jungen und die alten Sterne halt fast so aus wie Menschen. Aber das macht nichts dran. Denn wir sind und bleiben Sterne. Jawohl. Und mein Entschluss steht fest. Dann wünsche ich mich halt zum Mond. Selbst wenn es da etwas gruselig sein soll.
Ich habe keine Angst. Ich bin schließlich der kleine Stern. So soll es geschehen. O Sterne, hört meinen Wunsch. Ich möchte zum Mond fahren. Bitte erfüllt mir diesen einen Wunsch. Mir sind bekannt die Gefahren. Nun denn, tragt mich hinfort. Tragt mich an einen anderen Ort. Tragt mich da, wo es sich für mich lohnt. Zum Mond. So, dann will ich mal schauen, was es heute... Nanu! oh Gott, was soll das denn? Na, Schluss jetzt! Oh, was war denn das für eine Wolke? Da hat sich doch bestimmt wieder ein Sternchen etwas Unmögliches gewünscht. Na, warte, wenn ich das in die Finger kriege. So, wer hat hier schon wieder Unfug verbreitet? Ihr beiden Sterne da oben, redet, was ist los? Was ist geschehen? Los! Nun, großer Vater der Sterne, der kleine Stern, der ist hops gegangen. Um genauer zu sein, der ist zum Mond geflogen, weil der zur Erde will. Was? Ach du Schande! Wisst ihr, dass dies das Aus für unser Universum sein könnte? Nee, haben wir nicht gewusst. Naja... Also, wir haben das Sternchen ja vorgewarnt, nicht? So ist das ja nicht, aber das hat nicht auf uns hören wollen, nicht? Naja, nun ist eh zu spät. Ein Stern mehr oder weniger, was macht das schon aus, ne? Von wegen. Ihr zwei Piepnasen hier. Oh Gott, ich muss sofort in meine Kugel schauen, um zu gucken, ob es dem armen kleinen Stern noch gut geht. Mann.